So, jetzt passt auf. Ich erkläre nämlich jetzt kurz noch ein bisschen was zusammenfassend. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass jetzt nach jahrelangem großen Support, für den ich auch echt dankbar bin, Zakorak und Ramsey ihren Support zurückschrauben müssen. Und weil sie eigene Projekte verfolgen und so. Und auf jeden Fall war deswegen der Kanal für eine kurze Zeit papstlos. Aber es haben sich mittlerweile schon wieder zwei neue Päpste gefunden, die den Kanal quasi, Tentakelpäpste gefunden, die den Kanal auf die gleiche Art und Weise mit dem im gleichen Umfang unterstützen, wie es Ramsey und Zakorak so lange gemacht haben. Und der Idolem, glaube ich, spricht man ihn aus, hoffe ich, hat sich eben gewünscht, dass wir jetzt mit Witcher 3 weitermachen, als seine Papstreihe, als seine Patreon-Unterstützungsreihe. Das heißt, Ramseys Reihe wird nun abgelöst im Grunde durch Idolems Reihe Witcher 3. Und ich freue mich auch wirklich, dass ich Witcher 3 jetzt weiterspielen kann und fertig spielen kann, weil ich habe damit ehrlich gesagt schon gar nicht mehr gerechnet, dass wir das nochmal auf dem Kanal weiterspielen oder fertig spielen können. Und jetzt ist es doch soweit. Und das Coole ist auch, dass wir jetzt auch ein bisschen mehr Zeit haben. Ich habe ja in den letzten Witcher-Folgen relativ mich stringent an die Hauptstory gehalten, weil ich wirklich möglichst weit noch kommen wollte, bevor die Reihe endet, weil da schon klar war, dass die nur kurzzeitig sein wird. Und jetzt geht's weiter mit Witcher 3. Und zwar auf unbestimmte Zeit. Das heißt, wir können uns Zeit lassen. Und eigentlich wird das eben wirklich, wie schon gesagt, eine Let's Play-Reihe. Das heißt, dass die wirklich immer jeden Tag um 8 Uhr morgens dann quasi gesendet wird. Aber ich habe mir gedacht, zum Einstieg, damit ich jetzt den Stream gleich mit ein bisschen Folgenvorproduktion verbinden kann, weil das recht plötzlich war, verbinden wir das jetzt mit dem Stream heute und machen heute einen Witcher-Stream, damit wir ein paar Folgen quasi vorproduziert haben. Und dann geht's weiter. Und zusätzlich ist auch der Abraxel, der jetzt auch hier ist, neuer Patreon-Papst geworden. Und der... Das ist eine interessante Mischung, die ich jetzt mit ihm ausgemacht habe. Denn von Abraxe quasi wird es ein zum Teil, zu einem Drittel ungefähr, eine Let's Play-Reihe geben zu Wasteland 3. Die startet dann jetzt auch demnächst. Da wird es allerdings wahrscheinlich nur 2 bis 3 Folgen in der Woche geben, weil es eben nur ein Drittel seines Patreon-Papst-Postens ist. Ein Drittel wird in eine spezielle Special-Reihe gehen und ein Drittel landet, und das finde ich eine echt schöne Idee, in Community-Arbeit im Grunde. Also ein bisschen was von der Zeit, die ich quasi als Dankeschön für seinen Support Abraxe spende, geht quasi in die Community-Arbeit, das heißt in die Beantwortung von Kommentaren, in den Dialog mit den Zuschauern und so weiter. Das finde ich eine echt coole und schöne Idee. Jetzt habe ich wirklich jede Woche ein paar Stunden oder 1 bis 2 Stunden ungefähr Zeit, mich wirklich nur darauf zu konzentrieren. Das ist ziemlich cool. Aber wie gesagt, heute starten wir jetzt mal mit Witcher 3. Ich wusste jetzt, als ich gestartet habe, überhaupt nicht mehr, wo wir eigentlich waren. Aber jetzt, wo ich die leere Leinwand sehe, fällt mir wie Schuppen von den Augen, glaube ich, heißt das Sprichwort, oder? Sprichwörter sind einfach mein Achillesschienbein. Verdammt. Aber auf jeden Fall ist mir alles wieder eingefallen, natürlich. Das war eine großartige Quest hier mit der Villa und der gemalten Welt. Das war richtig cool. Ich finde sowieso, die DLCs sind bis jetzt sehr gut. Ich freue mich schon sehr auf den nächsten DLC. Aber gut, das dauert noch ein bisschen wahrscheinlich. Mach das. Guten Appetit, The Cludu. Wir haben jetzt gerade gefüllte Hokkaido-Kürbisse gegessen. Und ich bin so voll. So ein Hokkaido, der sättigt schon ganz schön. Ist halt im Grunde wie eine gigantische Kartoffel. Ich finde wirklich wie eine riesige Süßkartoffel. Und das macht schon sehr satt. Und dann auch noch mit köstlichster Füllung. Wie heißen die? Was habe ich da reingemacht? Alle. Nee, nicht Couscous. Quinoa. Genau. Das war echt gut. Das war ziemlich lecker. Mit Quinoa-Füllung. Ich kann es mir nur nicht merken, wie das Zeug heißt. Weltkarte.
Jetzt könnten wir mal gucken, bevor wir jetzt einfach hier gleich wieder zur nächsten Hauptquest rennen, was wir durchaus natürlich machen werden, grundsätzlich, könnte man jetzt hier in der Nähe schon auch mal noch ein paar Fragezeichen untersuchen. Zumindest die, die auf dem Weg liegen, dass wir nicht schnell reisen. Hier haben wir eine Nebenquest. Das sind jetzt die Sachen, für die wir uns auch ein bisschen Zeit nehmen können. Ach, das finde ich schön. Echt, dass man jetzt wieder mit ein bisschen mehr, ne, mit ein bisschen mehr Ruhe gemütlich an das Spiel rangehen kann. Das freut mich. Ich mache jetzt aber... was ist denn das da? Was ist denn das für ein Symbol? Runenschmied. Der Runenschmied stellt Runen her. Ach was. Verfügbare Quest Heart of Stone. Ja, da wollen wir, glaube ich, noch nicht hin, ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen hochlevelig für uns. Oder machen wir jetzt Heart of Stone? Wir machen Heart of Stone. Was wir nicht machen, ist Blood and Wine. Nee, warte mal. Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Weil jetzt ist gerade Heart of Stone höher leveliger als Blood and Wine. Aber ich glaube, wir machen trotzdem erst Heart of Stone weiter. Jetzt bin ich gerade echt ein bisschen... Jetzt muss ich die Karte nochmal schnell studieren. Weil was ist denn dann das für ein Missionsziel, wenn da oben Heart of Stone ist? Sister, wer bist du denn dann? Was ein Mann sät. Ach so. Und das ist eine verfügbare Nebenquest. Da werden wir jetzt dann gleich hingehen. Aber jetzt bin ich wirklich verwirrt. Verfügbare Quest Hearts of Stone. Hier kannst du eine Quest aus der Erweiterung beginnen. Ach, ist das eine Nebenquest vielleicht nur? Eine Hearts and Stones Nebenquest? Dann gehen wir vielleicht doch dahin, ehrlich gesagt. Oh, wartet mal, ich kann mich erinnern. Ich hab doch da noch... Da ist doch dieser Kerl aus diesem anderen Land, von diesem ganz weit entfernten Land. Und der ist doch eben dieser Runenschmied. Und der hätte doch eine Quest für uns gehabt, aber ich hab gesagt, nee, ich will mich auf die Hauptquests konzentrieren und hab deswegen abgelehnt. So war's. Jetzt erinnere ich mich. Na, dann ist schon gut. Dann platziere ich jetzt hier wirklich einen Wegpunkt und dann reiten wir los. Plötze. Hier rufe ich dich gleich nochmal. Genau, so. Ich finde das so cool. Ich finde das so cool in Cyberpunk 2077, weil man so merkt, dass das Plötze-Rufen quasi genauso funktioniert wie das Autorufen. Oder andersrum besser gesagt. Die Autos, wenn man die ruft, verhalten sich im Grunde sehr ähnlich wie Plötze. Und das auf eine sehr lustige Art und Weise. Gerade Plötze im ungepatchten Witcher 3 damals war ja unglaublich verbuggt, aber auf sehr amüsante Art und Weise. Ist dauernd auf irgendwelchen Häuserdächern gespawnt und durch Wände durchgeglitscht und sowas. Es war super. Ich finde es fast schade, dass die das so gepatcht haben. Und die Autos in Cyberpunk 2077 verhalten sich wieder genauso wie Plötze damals. Plötzlich, ich hatte da wirklich schon so witzige Erlebnisse in Cyberpunk 2077. Immer wenn ich das Auto rufe, freue ich mich, weil ich hoffe, dass wieder irgendwas Bescheuertes passiert. Ich stand da wirklich mal quasi, das müsst ihr euch so vorstellen, dass da unten eine Straße war. Dann konnte man über Leitern hochklettern auf ein Dach. Und oben auf dem Dach war dann nochmal eine Leiter hoch auf eine Autobahnstraße im Grunde. Und ich wollte eigentlich... wo müssen wir denn da hin? Und ich wollte eigentlich das Auto oben auf dieser Autobahn rufen. Und stand quasi schon ganz weit oben auf der Leiter und habe dann mein Auto gerufen. War mir aber nicht sicher, ob das Auto jetzt oben auf der Autobahn, wo ich es eigentlich haben will, erscheint. Oder vielleicht doch... irgendwie ist die Wegmarkierung blöd. Oder vielleicht doch unten auf der Straße, wo ich es eigentlich nicht haben wollte. Hab's dann gerufen und hab gemerkt, okay, weder noch. Es spawnt einfach auf dem Hausdach. Und ist dann quasi wirklich voll durch eine massive Wand durchgefahren. Alles ist explodiert. Wirklich überall Splitter und kleine Teile, die rumfliegen. Das Auto war komplett ramponiert und parkt plötzlich mitten auf diesem Hausdach. Und das war so lustig. Ich finde das so toll. So, aber jetzt kämpfen wir erstmal gegen Harpien. Ich habe wirklich alles schon wieder vergessen. Verdammt, wie benutze ich denn meine Armbrust? Ich dachte, ah ja, eigentlich eh, na dann. Yeah, Fatality. Flawless Victory.
Ach, come on. Da. Schnell. Dafür, dass die vom Level her so niedriglevelig sind im Vergleich zu mir, halten die echt was aus und machen auch echt Schaden, wenn sie nicht dran. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich meine, die sind grün markiert, ne? Eigentlich ist das so ein Zeichen von wegen, hey, keine Sorge, die tun dir nichts, aber verdammt tun mir die was. Ich muss vielleicht echt mal meine Ausrüstung überdenken oder so. Aber unsere Brille finde ich toll, die behalten wir. Lebt jetzt der da noch? Ja, irgendwie schon, der hat komische Sachen gemacht. Ich habe jetzt heute übrigens auch keine Kamera an, weil, wie ich am Anfang schon gesagt habe, das ist immer mit dem Umbauen teilweise echt ein Problem und echt ein bisschen doof. Und heute war es wieder relativ kurzfristig oder knapp von der Zeit her. Und jetzt sitze ich quasi wirklich so ein bisschen wieder total verwurstelt, verkabelt, irgendwie im Wohnzimmer vor dem großen Fernseher. Vor allem sitze ich jetzt wirklich so nah vor dem großen Bildschirm. Es ist total, ich muss meinen Kopf um mindestens 45 Grad von links nach rechts drehen, um den ganzen Bildschirm sehen zu können. Aber irgendwie ist das auch ein bisschen cool. Das hat so Panorama-View-Erlebnis. Warum plündere ich die eigentlich noch? Manchmal frage ich mich's wirklich, warum plündere ich eigentlich die Monsterteile noch? Ich meine, ich könnte vielleicht ein paar von meinen Tränken mal wieder upgraden oder so, aber im Endeffekt glaube ich, brauche ich das Zeug nicht mehr. Waren jetzt die Harpien hier schon die Wächter dieses Schatzes, der hier irgendwo sein soll? Weil ich meine, da liegt ein echt ganz schön großer Berg Toter und hier sind überall so viele Tote. Ich weiß nicht, ob das die Harpien sind. Ich glaube, die Harpien waren hier eher die Aasfresser, oder? Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was uns da unten jetzt erwarten könnte. Deswegen werde ich mal speichern. Einfach großartig. Einfach großartig, sagt er. Ich weiß auch nicht, ob das eine gute Idee war. Keine Sorge, Geralt, ich habe gespeichert. Wobei technisch gesehen wird der Geralt hier, wenn ich neu lade, einfach aus der Existenz gelöscht. Und ich fange mit einem anderen Geralt wieder an, einem Paralleluniversum. Also der Geralt hier hat wahrscheinlich gar nichts davon, wenn ich neu lade. Der ist gearscht. Naja, dann versuchen wir nicht zu sterben. Für dich, Geralt Nummer 875. Wahrscheinlich ungefähr. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Die üblichen Bäume, die durch Wände durchrascheln, haben wir hier. Natürlich. Ich finde das auch wirklich cool. Ich habe mich echt lange gefreut, die DLCs zu spielen, weil die kenne ich alle wirklich noch gar überhaupt nie nicht. Nichtdingten. Insofern ist das alles für mich echt komplett Neuland. Und das ist cool. Geralt, was war denn das bitte? Na also. Bin echt, ich habe ein bisschen Angst. Mit dem roten Mantel und der Brille fehlt nur noch die spitze Frisur und Geralt sieht aus wie der Typ aus Trigun. Ja, den habe ich jetzt gerade nur ganz schemenhaft vor Augen. Aber ich glaube, ich weiß ungefähr, wie der aussieht. Und ja, ich weiß, was du meinst. Der hat sowas von Guile aus Street Fighter von den Haaren her, oder? Ein bisschen. So, wo ist jetzt? Ach, warte, da kommen wir noch hin. Mach. Ja! Ab wann ist ein Witcher so ein Plattformer? Und jetzt? Ja, viel höher können wir nicht mehr, oder? Sonne blendet. Oh, eine Schatzkiste. Die ist abgeschlossen. Schlüssel benötigt. Aha, und da hinten fliegt ein Wyvern durch die Gegend. Aber der ist ein bisschen weit weg und greift mich jetzt auch gar nicht an. Und hätte der einen Schlüssel für die Kiste? Hm. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Langsam. Ruhig, Geralt. Brrr. Ruhig. Ich weiß jetzt nicht genau.
Ich weiß auch nicht mehr, wie ich meinen Hexer... Ah ja, genau. Habe ich was übersehen oder wurde irgendein Trigger nicht ausgelöst oder muss ich hier nochmal später hin? Das könnte nämlich sein, dass das vielleicht mit irgendeiner Quest verbunden ist und deswegen ist jetzt hier dann noch nichts und ich bin zu früh gekommen. Was doof wäre. Also vor allem, weil ich würde jetzt Witcher eher als ein Spiel einschätzen, das sagt, ja komm hier, du solltest zwar hier noch nicht sein, aber jetzt bist du hier, jetzt machen wir die Mission oder die Action oder den Kampf oder den Schatz. Aber hier sitzt gerade die Schlüssel, die Truhe verschlüsselt oder so ähnlich, ihr wisst schon. Und kein Monster, kein Kampf. Und es hat mich auch schon gewundert, dass es so ruhig ist hier irgendwie. Auch hier unten gar nichts. Ja. Komme ich hier wieder raus aus dem Loch? Das ist die Frage. Getentakelt. Auch ein schöner Neologismus. Aha, oh, ich hätte nur den Kerl hier mal durchsuchen sollen. Ah. Oh. Nikolas Vogels Labornotizbuch. Der Name Vogels sagt mir was im Witcher-Kontext. Aber vielleicht auch nicht. Hä? Ich wollte gerade die Reliktstiefel klauen und plötzlich kommt hier... Gelbschnabel. Der ist aber nur Level 16. Au. Und jetzt ist er kaputt. Kaputt. Das ist eine Mischung aus tot und kaputt. Mein Schwert ist auch schon ziemlich kaputt. Wo liegt denn sein Loot bitte? Irgendwie ist der zwar da draußen hingefallen, aber sein Loot liegt angeblich hier. Ja, tatsächlich. So, können wir uns jetzt bitte die Reliktstiefel holen? Sehr schön. Na gut, dann klettern wir halt nochmal hoch auf den Turm. Wir haben ja Zeit. Und holen uns die Stiefel. Quatsch, die Truhe. Oh. Muss mich ganz kurz mal ein bisschen anders hinsetzen. Apropos Tentakel, wollt mal ein paar Abo-Zeichen für Seppo machen. Ah, gut, genau, fällt mir gerade ein, weil du es gerade sagst. Du musst mir nochmal vielleicht einen Link oder so schicken, wegen diesen kleinen Figürchen, die dann unten im Bildschirmrand rumlaufen. Oder wie das heißt, oder wie auch immer, ich kenne mich nicht aus. Das würde ich nämlich gern einbauen. Das ist eine coole Idee. Und das weiß ich alles nicht mehr. Aber da hast du mir eh schon was geschickt, ne? Aber das war, glaube ich, nur der Travis Touchdown-Skin-Dingens. Abraxe! Dankeschön für die vielen, vielen bunten Fähnchen. Da wird das Glas wieder ordentlich voll gemacht. Dankeschön. Sehr nett von dir. Stream Avatars auf Steam. Ach, auf Steam! Ach so. Ich dachte, das wäre ein Plugin von Twitch direkt. Ah. Alles klar. Dann weiß ich Bescheid. So. Kiste geplündert. Hey, ich kann nicht reden. Ich kann nicht richtig sprechen. Ich habe heute sehr viel an einem bevorstehenden Fallout-Special gearbeitet, das ziemlich cool wird, glaube ich. Ziemlich umfangreich.
sehr viel Arbeit ist und mein Hirn ist deswegen ein bisschen kaputt. Ich habe Sanctuary zitiert, bis ins kleinste Detail analysiert. Und jetzt ist mein Fuß eingeschlafen, auch noch. Alles kommt zusammen. Und ich bin so voll von diesem Hokkaido. Gleich drei Debuffs auf einmal, die ich hier habe. Das wäre eigentlich wäre das logisch, ne? Das sollten Rollenspiele mal einführen. Sollten sie nicht wirklich einführen, weil es wäre super nervig. Aber theoretisch, ganz viele Rollenspiele geben einem ja entweder Buffs oder heilen einem, wenn man isst. Aber ich finde, wenn man zu viel isst, dann sollte man den Debuff überfressen kriegen und irgendwie minus 10% Geschwindigkeit und Konzentration, so intelligent oder so, minus 2 oder so kriegen. Finde ich. Müsste eigentlich, wenn schon, denn schon.